Warum bin ich noch hier? Ich sollte da oben begraben liegen. Es hätte mich treffen sollen. Was zum Teufel? Das sind unsere Trucks. Keine unserer Expeditionen hat den Dschungel überlebt. Wie ist denn das möglich? Wenn sie vom Wald kamen, fahren sie in die falsche Richtung. Nein, seht noch mal hin. Es sind nicht unsere. Also Feinde? Oh mein Gott! Ist das eine Brennstoffzelle? Solche Technik habe ich noch nie gesehen. Wer zur Hölle waren die? Wer immer sie waren, jetzt sind sie tot. Das war ein Massaker. Wir müssen hier weg. Shana, wir brauchen einen Unterschlupf. Los, zu den Felsen! Ja, und das gefällt mir gar nicht. Bleib zurück, ich mach den Weg frei. Das verstehe ich nicht. Woher hatten die Rebellen funktionierende Fusionszellen? Das waren keine Rebellen. Die Elektronik in diesen Trucks muss auch in der Wüste funktioniert haben. Vor langer Zeit. Wer zur Hölle waren sie dann? Kamen sie auch von der Floris? Kolonisten, die zu einem anderen Ort auf dem Planeten geschickt wurden? Eine Geheimmission, die nichts mit unserer zu tun hatte? Diese Erklärung klingt ein wenig verrückt. Fällt dir einer ein, die nicht verrückt klingt? Tja, im Moment. Nein.
Tiago, hat August was Hilfreiches gesagt? August ist stiller als sonst. Ich habe August schon verängstigt erlebt, aber da war auch immer Neugier in diesem Blick. Jetzt sehe ich nur Furcht und ich weiß nicht, warum. Ich dachte, wir schaffen es nicht aus dem Sturm raus. Das ist kein Sturm. Seht mal, da ist jemand. Hey, ist das nicht der Wichser, der Jakob getötet hat? Mann, du hast es wirklich drauf, die Leute anzupissen. Das Drecksvieh lässt nicht locker. Ich auch nicht. Das nächste Mal bringe ich ihn um. Hier oben, da ist was. Eine Art Außenposten. Sieht menschlich aus. Siehst du die Antenne da? Damit kann ich das Signal orten. Die Wilden haben sich echt ausgetobt. Hab mir die Fahrzeuge näher angeschaut. Solche Waffen habe ich noch nie gesehen. Hat ihnen auch nicht geholfen. Ja, könnte uns aber helfen. Was meinst du damit? Vielleicht hat sich die Hauptstreitmacht beim Angriff abgesetzt. Wenn du ihre Technologie birgst, kann ich daraus was zusammenbasteln, das es in sich hat. Das hast du drauf? Vielleicht hat mir mein Alter doch was beigebracht. Jakob wäre stolz. Ich sehe mich mal um. Es wird dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass Jakob weg ist. Ich höre ihn immer noch meckern, dass ich zu fest auf die Kupplung trete. Woher hatten die Leute in den Trucks funktionierende Fusionszellen? Unmöglich. Sahidi, wie dringend brauchst du diese Antenne? Ehrlich gesagt, habe ich seit wir in der Wüste sind Probleme mit der Ortung des Signals. Ich dirigiere uns eher anhand von Schätzungen, aber mit der richtigen Ausrüstung... Verstehe, sehr dringend. Ich melde mich, wenn der Weg frei ist. Thank you.
Das ist definitiv eine Militärbasis. Aber ich erkenne die Abzeichen nicht. Jedenfalls wissen wir jetzt, woher die Bestien ihre Waffen haben. Da stellt sich die Frage, gäbe es Gegner wie diese Bestien auch auf unserer Seite des Tores, hätten wir Menschen uns dann auch gegenseitig bekämpft? Tja, das wäre doch toll gewesen.
Hier ist ein ganzer Haufen Berichte. Machst du Witze? Von den Leuten, die hier waren? Was steht drin? Anscheinend sind sie auf die gleichen feindseligen Ureinwohner gestoßen wie wir. Sie nannten sie Bestien. Sie errichteten dieses Fort als Basis, um Späher zu entsenden und die Bestien zu finden. Aber die Bestien fanden sie. Dann hat wohl niemand überlebt. Der Name Monroy taucht häufig auf. War wohl der Anführer. Monroy. Sahidi, der Weg ist frei. Ich warte dann auf euch. Sahidi, ich habe einen alten Stromgenerator eingeschaltet, der sogar noch funktioniert. Ich glaube, er versorgt eine Art Hauptquartier. Da hast du deine hochwertige Militärausrüstung. Läuft nur mit Benzin, komplett ohne Elektronik. Darum funktioniert sie auch noch.
Sahidi, ich glaube, das war der letzte. Sie wollten einen Hinterhalt legen, aber der Außenposten ist sicher. Sorg bitte dafür, dass es auch so bleibt, ja? Hörst du das? Das ist eine Relaisstation. Was zur Hölle leitet die denn weiter? Unser Signal. Das Signal. Waren die? Aber wie konnte es senden, als ich landete? Wie kann das überhaupt möglich sein? Kann es nicht. Es kann nicht sein. Nur ein Raumschiff hat die Erde verlassen. Unseres. Aber wer war es dann? Völlig egal. Diese Koordinaten. Wir finden sie, verbinden uns und kontaktieren die Flores.